Herzlich willkommen zu einem weiteren Part von Pokémon Arschgrau, Ashgrey, was auch immer. Ich wollte mich jetzt an dieser Stelle erst einmal für eine Tat entschuldigen, die ich gemacht habe. Und zwar hat mich ein User, dessen Namen ich leider vergessen habe, darauf aufmerksam gemacht, dass ich im Vertania Wald ein Event verschlafen habe, beziehungsweise überhaupt nicht gemacht habe. Und zwar kann man im Vertania Wald, wenn man von Anfang an einen Saftkund bei sich hatte, tatsächlich gegen Bibor antreten. Aber leider ist das jetzt nicht mehr möglich, dies zu wiederholen. Ich habe mir extra dafür noch einen Saftkund gefangen und geguckt, ob das dann wieder machbar ist, dieses Event. Aber leider nicht mehr. Aber das soll jetzt nicht so schlimm sein. Ich habe jetzt hier ein bisschen Offscreen trainiert, ein bisschen leckt hier der Emulator, wie man hier ein bisschen sehen kann. Aber ich hoffe, das ist jetzt nicht so allzu schlimm. Ich habe jetzt hier ein neues Teammitglied gefangen und meine Pokémon alle auf Level 19 trainiert. Und zwar ist mir ein Mankey aufgetaucht vor der Nase. Und zwar hier im hohen Gras auf der Route 4. Mein Fenster ist immer noch offen, weil es immer schön warm draußen. Ja, und hier im hohen Gras tauchen vereinzelt Mankey auf. Die sind aber ziemlich selten. Ja, und jetzt habe ich halt einen Mankey. Und ich würde mal sagen, wir gehen jetzt mal direkt in die Arena, dessen Arena von Misty ist. Und ja, die Arena sieht ziemlich genial aus, weil da ist ein Yugong oben. Und ich würde mal sagen, wir gehen einfach mal rein. Ich weiß gar nicht, ob es in der, auch im Anime so war, dass ein Yugong drauf ist. Hab ich auch keine Ahnung. Und da sehen wir die Misty-Schwestern. Die Azuria-Schwestern, keine Ahnung. Das ist hier die Daisy, die sollen wir jetzt mal ansprechen. Aber die wollen irgendwie nicht kämpfen. Die haben irgendwie nicht die Lust dazu. Weil die dreimal hintereinander von Kindern geschlagen worden sind, die aus Alabastia gekommen sind. Das sind wohl die drei Trainer, die die Starter-Pokémon bekommen haben, unter anderem auch Gary. Deswegen sind dessen Pokémon jetzt nicht mehr bereit zu kämpfen und müssen ins Pokémon-Center geheilt werden. Wir haben nur noch einen Goldini, das die einsetzen können. Deswegen sehen die keinen Sinn, jetzt zu kämpfen. Ich weiß, was du willst. Jurob, so. Das kommt jetzt auch gerade aus dem Wasser. Und zwar will dieses Jurob hier den Kaskadeorden uns direkt geben. Das ist das, was du willst. Du kannst es schon direkt haben, denn ein Orden ist ein Orden. Hier sind wir auch noch gefragt. Wollen wir das Orden? Diesen Orden nehmen, das ist sicher. Aber jetzt kommt Misty. Stopp! Okay, Daisy. Wenn du jetzt nicht kämpfen willst, dann werde ich es tun. Ich bin darin Leiter. Von den sensationellen Schwestern nach egal. Ich skippe das hier ein klein wenig, weil wir wollen jetzt hier gegen Misty antreten. Das dauert hier ein bisschen zu lang, weil die labern hier zu viel. Scheiße, ja, jetzt labern hier nicht so viel. Hyrop hier. So. Dann würde ich mal sagen, auf geht's. Hä? Pikachu will nicht gegen Misty antreten. Das sieht eher als... Ach komm schon, Pikachu, bist du dumm. Bist du dumm. Jetzt muss ich Pikachu ablegen. Mobiles Daten-PC-Transfer-System hier. Ja, toll, dann machen wir das mal. Ach ja, wer es im Wesen hat, überhaupt ist ein Mankey, das habe ich gar nicht gesehen. Brave. Keine Ahnung, was es nochmal war. Ich kenne mich ja nicht mehr so gut aus. So, Pikachu ist zu faul zusammen gegen Misty anzutreten, weil Pikachu sieht Misty als eine Freundin an. Und das finde ich scheiße, weil Misty ist ja hier voll die arrogante Zicke. Sie fängt an mit deinem Sterndorf Level 17. Ja, super, jetzt kommen die ganzen Rollerfahrer hier. Und wir fangen an mit unserem Mohun, aka Tauboga. So, Windstoß. Das Sterndorf ist hier schneller. Das Nackerknarre zieht schon. Ja, aber daub, ja, geht ja. Aber dafür unser Windstoß hier mehr. Jetzt sind wir auf einmal schneller, deswegen denke ich mal, dass wir, oh, diese Effektivwerte haben. Wir machen auch noch einen Volltreffer. So läuft das hier. Jetzt kommt ein Starmie. Jetzt wird es ein bisschen knifflig. Ich bleib einfach mal hier drinne. Obwohl, das war doch eine scheiß Entscheidung. Na egal, wir machen es einfach mal. So, Windstoß. Jetzt kommt die Jagdknarre von Starmie. Ah, zieht schon ganz schön viel ab, finde ich. Ja, dafür unser Windstoß gar nichts. Aber wir greifen einfach weiter an. Ach ja. Was mir aufgefallen ist. Während des Trainings, das ist mir jetzt eingefallen, scheiße. Wir gehen mal hier auf die Attacken und wie wir sehen, zieht Tackle 50 ab, also viel mehr als sonst, und Windstoß nur 40, Ruckzuck gibt auch nur 40.
Wäre mir das jetzt früher eingefallen, hätte ich die ganze Zeit mit Tackle angegriffen und Tackle hätte ja schön viel mehr Schaden gemacht. Aber dafür haben wir einen Beleber, das kann ich dann gleich mal einsetzen. Aber erst einmal greifen wir jetzt mit Ruckzuck-Keep an, damit wir noch ein wenig Schaden machen können, bevor unser Mohun down geht. Das Dami. Aber wir greifen jetzt hier mit Butterfree an und zwar mit einer Attacke dessen Wirkungsstärke. Ja, gucken wir mal. Schlafpuder. Machen wir Schlafpuder? Ich denke. Nein, wir machen Giftpuder. Wir treffen, das ist sehr gut. Aber durch Facettenauge kein Wunder. So. Ist das Dami vergiftet? Das beschleunigt unseren Sieg hoffentlich mal schnell. Aber dafür. Ich bin damit noch nicht wirklich zufrieden. Deswegen greifen wir noch einen Superschall an, um das noch zusätzlich zu verwirren und die Chance zu erhöhen, dass es sich auch noch selbst killt. Das ist ziemlich gut. Windstoß. Das Dami ist verwirrt. Und es verletzt sich selbst, jawohl. Weil ich bin mir ziemlich sicher, dass das Dami jetzt Konfusion eingesetzt hat. Eingesetzt hätte. Und das wäre ziemlich doof gewesen. Dann hätten wir wieder ein paar Kampfschritte zu wiederholen gehabt. Einen Vorsprung, den wir wieder einnehmen sollten. Wir haben Misty besiegt und jetzt kommt Team Rocket mal wieder. Jetzt wollen die wohl wahrscheinlich mit diesem komischen Teil, das sie da so aufgestellt haben, die ganzen Pokémon, die hier im Wasser rumschwimmen von denen, einsaugen. Und Misty hat uns gerade geheilt. Wir können wieder unser Pikachu ins Team mitnehmen. Das werde ich jetzt mal ganz schnell tun. Hier das, Dings. Wie heißt es? Das, Safcon. Die Wasser-Pokémon haben, nach irgendwas, keine Ahnung, schmeiß drauf. Komm, jetzt mach hinne. Mal wieder ein Kampf gegen Team Rocket und das wird sich sehr oft wiederholen, denke ich mal. Ganz, ich weiß ja nicht, wie oft haben wir schon jetzt gegen Team Rocket angetreten. Ich glaube, das wird sich auch noch, mehren. Dass wir ziemlich oft gegen diese Vollidioten von Sekten antreten müssen. Ich tausche direkt aus. So, Pikachu. Ich predikte einen Wickel. Okay, Silberblick. Geht ja noch. Donnerschock! Zerberst diese Schlange hier. Jawohl, so läuft das hier. Aber es kommt ein Giftstachel. Und wir sind natürlich vergiftet. Wer hätte es gedacht? So ist es immer halt. So, machen wir schnell einen Ruckzuck-Keep. Das sollte eigentlich der Kill sein. Jawohl. Da tausche ich noch direkt aus. Und dann werde ich mal hier gucken, was der Unterschied ist von Windstoß und Tackle hier in diesem Spiel, weil beides sind der Step-Moves für Mohun. Wir fangen an mit Windstoß. Zieht bei Smogon halt so viel ab. Wir sind wieder vergiftet, vielen Dank. So. Aber das soll uns jetzt hoffentlich nicht so stören. Tackle sieht schon verdammt mehr ab, wie man hier sehen kann. Hätte ich nie gedacht, dass Tackle mal ziemlich wirksamer sein soll hier als der Rest von diesen Attacken hier. Oh Mann. Ich bin wieder zu einer Situation angekommen, wo ich halt wieder nur Blödsinn laber. Aber ist mir jetzt scheißegal. Ach komm schon. Wirbelwind. Nee, brauche ich nicht. Immerhin haben wir jetzt Jesse und Jace mal wieder besiegt und die verpissen sich jetzt auch wieder. Also wieder mal einen Schuss in den Ofen, jawohl, so ist es. Aber es gibt mir den Orden her. Ach komm schon. Muss ich jetzt wieder zu den Trottels da hingehen? Daisy, gib mir den Orden. Gib mir den Orden! Ach komm schon, ey. Ich glaube, es war das Pokémon Center, Pokémon Hallen und so, ihr wisst. Da wollte ich doch machen! Mein Gott! Ja, wenn meine Pokémon jetzt draufgehen und so weiter, ich wusste jetzt, dass ich drauf bin. Ja, da kippt doch direkt her. Warum hast du mir das jetzt nicht direkt gegeben, ey? Nee, das geht ja gar nicht. Ah ja, Level 30 gehorchen und so. Item 03 Aquavelle erhalten, oder? Ja genau, Aquavelle. So. Jetzt halt die Schnauze, so. Das kann nicht ins Pokémon Center, ey, das ist ja unglaublich.
Weg aus dieser scheiß Wasserarena. So, damit haben wir den nächsten Orden in der Tasche und wir können jetzt mal Richtung Bills Haus gehen, sofern Bills Haus doch da steht. Ich bin mir nicht mehr sicher, ich mache es hier ein bisschen schneller. Wir können jetzt hier reingehen, denn hier ist ja dieser Unfall passiert. Keine Ahnung, ich glaube hier hatte man zu viel... Na, sag lieber nichts. Und ich werde hier auf jeden Fall mit Speed hier durchrennen, weil hier gibt es so viele Trainer, das glaubt ihr gar nicht. Und die haben immer nur dieselben Pokémon, wie zum Beispiel Raupi und... Mal wieder Hornbio und so weiter und so fort, wie man jetzt sehen kann. Und das werde ich hier mit Speed hier durchrushen. Ich hoffe, ihr habt Verständnis dafür, dass ich das jetzt hier mache. Es dauert das viel zu lang. Und ich tausche mal hier aus zu Butterfree, denn das Ding kann auch den Stoß. Und das kann auch der Safran hier locker besiegen. So. Und ich tausche mal hier direkt zum Menki rüber. Weil Menki möchte auch mal einen Kampfeinsatz bekommen. Mit Karateschlag, so. Kann hier ziemlich viel reißen. Oddisch, nee, da tausche ich die aus. Wieder zu Butterfree. Muss hier mit Windstoß nicht zu besiegen. Ja, ist das genau Fenster hier. Ja, das ist ziemlich heftig, weil es gibt hier so viele Trainer. Das ist unglaublich. Das weiß ich noch, weil ich bin ja... Ich habe das Spiel halt nicht nur ein bisschen vorgezockt von mir selber, sondern ich gucke auch noch Parts von Shofu, denn Shofu hat das Spiel auch gesplayt. Ach, wieso mach ich Tackle? Ach, ich bin halt immer noch der... Von der Gewohnheit her, dass Tackle nicht so viel abzieht wie sonst Windstoß. Ach, Nidoran. Machen wir Kratzfurie. Ach, scheiße, das Ding hat ja Giftdorn, hab ich vergessen. Ja, sicher. Ja, wie gesagt, ich gucke halt Shofus Parts auch und der ist, glaube ich, schon durch mit dem Spiel oder so, keine Ahnung. Auf jeden Fall, der ist ziemlich weit. Und wenn ich mal nicht weiter weiß, dann gucke ich halt bei Shofu rein und dann weiß ich halt so in der Art, wie es weitergeht. Und ja, ich sollte darauf achten, dass wenn ich hier Pokémon bekomme oder fange, die Ash auch bekommen hat im Anime, dass ich auch die Pokémon noch so lasse. Zum Beispiel, wenn ich zum Beispiel Glumanda habe. Da sollte sich auch im Verlauf des Abenteuers zu Glutex und Glurak weiterentwickeln. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass dieses Glurak auch die Eigenschaft hat, mich mal überhaupt nicht zu gehorchen. Jetzt kann ich schon wieder ins Pokémon Center laufen, dankeschön. Genauso wie bei Shiggy, da sollte ich aufpassen, dass es nicht zu Shiloh weiterentwickelt. Bei Bisasam genauso. Und so weiter und so fort. Aber ich glaube, da kann ich ein paar Ausnahmen machen. Zum Beispiel habe ich das überlegt, dass ich, wenn ich das Glumanda bekomme, es auch nicht entwickeln lassen werde. Damit es mir auch weiterhin gehorcht. Aber Salzstrom ist ja noch Zukunftsmusik. Wir sind ja noch nicht so weit. Wir müssen ja noch die ganzen Trainer hier besiegen. Vorerst. Und sogar ein Schlurp. Das bringt uns ziemlich viele Erfahrungspunkte, denke ich mal. Genauso wie der Chandera. Ja, sogar ziemlich viel. Energiefokus lasse ich mal sein. Oh Gott, so ein Knuddelluft. Auch noch schlimm. Viele Trainer sind. Magnetilo, Voltoball, das, wir werden sie paralysiert bestimmt durch die Statik. Nee, doch nicht. Immerhin. Ein Tangela. Das wohl perverseste Pokémon der ganzen Welt. So, das haben wir Tackle aus Versehen gemacht, das wollte ich nicht. Wir sind eingeschlafen wegen Schlafpuder. Da haben wir was zum Aufwecken in der Tasche. Nee. Egal. Dann werden wir wohl oder übel so weiterspielen müssen. Jetzt machen wir schneller hier. Ach du Scheiße. Hammerhart. Michelle besiegt. So. Und jetzt gleich, Leute, kommen wir zu einer Szene. Die auch im Anime stattgefunden hat, wie so oft. Und zwar kommen wir gleich zu einer Stelle. Und zwar zu einer wichtigen Pokémon-Arena. AJ's Undefeated Gym. Aber diese Arena ist halt nicht von der Pokémon-Liga anerkannt. 99 Siege, 0 Niederlagen. Das kommt euch doch bestimmt bekannt vor, zumindest wenn ihr die Arena gesehen habt. Und zwar hat dieser Trainer ein
ziemlich starkes Sandern. So, wenn er jetzt gegen uns gewinnt, dann ist das sein 100. Sieg und wenn wir halt gewinnen, seine erste Niederlage. Und das Sandern ist wirklich stark, es ist schon auf Level 28 und das ist kein unseren Mankey hier ziemlich schnell besiegen. Aber ich bleib einfach mal drinnen und mach Karateschlag. Und das macht Geofissur! Genau wie bei TK! Trifft beim ersten Mal! Ist ja mal sowas von klar, aber egal, scheiß drauf. Dann hauen wir einfach mal unser Butterfree rein. Da ist nämlich Geofissur sowas von scheißegal für den. Wir schläfern das erstmal ein. Was dreck Geofissur? Naja. Genau wie bei TK, er zockt das nämlich auch privat und das ist bei mir genau dasselbe passiert. So, während es schläft, verwirren wir es, aber wir treffen nicht. Und es ist direkt beim ersten Mal aufgestanden, ja, das war ja so klar. Dann versuchen wir es einfach vorne. Mein Gott, ey, was ist das? Direkt beim ersten Mal aufgestanden, das ist ja unglaublich. Nochmal von vorne. So, diesmal ist es verwirrt, im Schlaf. Auch ein bisschen unlogisch, aber naja, es klappt halt. Es pennt weiterhin. Unsere Chance mit Windstoß ein bisschen zu schaden. Oder besser gesagt zu schädigen. Es ist schon wieder aufgestanden. Es buddelt es sich auch noch runter, ey. Es ist klar. Man kann ich mit allem angreifen, es geht alles daneben und so. Und es greift auch noch an. Es verletzt sich nicht mal selbst. Ist klar. Dafür vergiften wir das Ding jetzt. Meine Fresse hier. Es ist nur Level 28 Sand, sonst nichts. Und es ist direkt von der Verwirrung weg. Alter, das ist unglaublich. Es ist nur stinknormales Level 28er Sand und es pisst mich an. Es geht schon wieder daneben. Ja, geh mit deiner Fissur weg hier. Kannst mich schon Arsch stecken damit. So. Kann ja nicht wahr sein, ey. Ja, endlich. Es verletzt sich selbst. Ein Wunder ist geschehen. Windstoß trifft, zieht ab, wie als wäre es nichts. Es macht Walzer, das ist sehr effektiv. Besonders so eins Medbo, weil es eine Vierfachschwäche aufweist. Ach du Scheiße, ey. Na komm, Mohun, da kriegst du jetzt hin. Ein Tackle und das Ding ist weg. Besonders macht dieser Vergiftung hier. Dann war ich sogar schon Quick Attack, aber naja, egal. So, Sandern ist besiegt. Die erste Niederlage für diesen Spaten. Ja, wie hast du wohl verloren? Ja, ist doch klar, hab mir ja gesehen. Winning Streaks over, but aus. Ja, ist klar. So, dann kann ich mal wieder schnell zum Pokémon Center düsen, denn es ist mal wieder Zeit für Heilung. Für unser Team. Boah, das Team von Ash ist ja mal so schlimm. Habt ihr überhaupt schon mal geachtet, was für Pokémon der in seinem Team hatte? Pikachu ganz zu schweigen. Dann gab es ja noch dieses Starter-Pokémon. Wir sind Sweatpo und Vivo, keine Ahnung warum. Ich bin mal schnell wieder raus. Was hatte der noch? Na egal, wir werden es sehen. Es ist nebelig hier. Ich weiß nicht wie. Oh. Da wird gerade einer gefoltert. Wie heißt dieses Pokémon, Joe? Ich weiß es nicht. Ist es ein Zubat? Na, komm schon. Du Pummel. We have to pummel you some more. Keine Ahnung, was das heißt. Ein privates Training. Eine private Trainingssession. Naja, das sieht aber ein bisschen anders aus. So, der ist auf dem Laufband gewesen, sowas. Das sah ein bisschen komisch aus. Das muss man gegen ihn antreten. Weil er Hilfe von mir verlangt. Oh ne, hört Nultrigaria. Nultrigaria! Ja, dann kämpfen wir wohl gegen diesen Trainer, Schüler, was auch immer. Also ich habe das jetzt so eingeordnet. Jedes Mal, wenn ich gegen ganz normale Trainer antrete, dann speed ich ab.
bei besonderen Kämpfen, wie zum Beispiel diesen oder gegen Team Rocket vielleicht oder gegen Arena-Leiter, da werde ich normal laufen lassen. Ich kann schon wieder ins Pokémon Center laufen. Vielen Dank dafür. So. Ich bin mal besiegt. Ultrigario. Joe besiegt. Ach ja, jetzt weiß. Ah, jetzt glaube ich, weiß, was jetzt kommt. War das nicht. Ja, genau. Giselle, jawohl. Beste. Ah. Schöner Spielfehler. Aber egal, ich laufe jetzt mal schnell zum Pokémon Center zurück. Also ich kann mich jetzt hier an diese Pokémon-Folgen erinnern. Das war das einzige und glaube ich letzte Mal, ich weiß nicht mehr, dass im Pokémon-Anime das Wort Level gesagt worden ist und auch die Levels behandelt worden sind. Ich weiß nur halt, dass die Giselle ziemlich geil aussah. So, das sind jetzt die ganzen normalen Trainer. Wie gesagt, da werde ich mir schön schnell mich hier voranschreiten lassen. Und die sind schon wieder vergiftet, das ist doch nicht normal. Oh, das ist so eine Scheiße. Ein Ponita, ja, genau. Da kann ich schon wieder laufen. Zurück zum Pokémon Center. Dankeschön. Ah, ist das so eine Scheiße ist. Na, geh doch rein. Meine Güte. Wir stellen ja mal direkt hier. Direkt was mit, wo hier am Anfang. Scheiß auf Pikachu. Meine Güte. Poketech. Ja, ja. Nidoran weiblich. Schnabel, ja, ja. Nur weil Nidoran ein Horn hat, heißt es, es ist auch ein Schnabel. Sicher. Das ist genauso, wenn ein Mensch einen Schwanz hat und damit Rutenschlag einsetzt. Das ist auch so. Ja, das besiegen wir auch noch, wenn wir schon mal dabei sind. Ein Radfratz. Wie? Wieso geht die Attacke dann hin? Wir haben doch Facettenauge. Bleib ich auch noch drin? Ich mach zu schnell, ist klar. Scheiß drauf, schaffen wir so oder so. Komm, dann kann ich mal direkt Pikachu reinschmeißen. Wieso machst du Agilität? Ich war doch mit meinem Finger auf der Rechtstaste. Ich kann mal direkt hier drinnen bleiben. Es scheint nur Vogel-Pokémon zu haben. Zweimal Habitak, ein Parenta und noch ein Habitat. Dich klatschen wir. So. Wir haben wieder die Schlange von Wettern. Die Tackle ist weg. Wir sind zum Glück nicht vergiftet. Was finden wir hier für ein Item? Secret Power als TM, alles klar. Geheimpower sozusagen. Und noch ein Rattan. Oh Mann. Wie viele Rattans gibt es hier überhaupt in dem Spiel? Inklusive der von Team Rocket. Die später irgendwann Arbok und Smogmog werden. Haben wir wieder einen Sandan? So. Da haben wir doch schon einen einzigen. Nee, doch. Oder doch nicht? Ich weiß nicht. Die hier zu besiegen. Oh! Nicht gut. Clefairy. Ja komm, Mankey kann das hier locker besiegen. So. Und dann können wir auch direkt wieder zurücklaufen. Ich möchte nicht mit deinem fast kaputten Smelpo hier gegen die Giselle antreten. Ich bin mir ziemlich sicher, dass wir gleich gegen sie antreten müssen. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass auch gleich der Team Rocket kommt. So. Ganz schnell hier weiter. Das ist schon letztes Race-Tempo. So.
Guck mal schnell auf den Schild hier. Pokémon Technical Institute. So. Ein Institut. Und das scheint sie wohl zu sein. Oder? Ich weiß nicht. Ach, das ist sie. Sie wundert sich, dass wir schon 6 Pokémon haben. Noch nicht mal 6 Pokémon haben und schon 2 Orden errungen haben. Ja, da haben wir schon wieder Level 25, wie ich gerade eben gesagt habe. In dieser Folge wurden Level ziemlich deutlich genommen. Ja, ja. Es fordert sie mich zum Kampf raus, weil sie denkt, sie wäre was Besseres, nur weil ihr Pokémon ein bisschen höher gelevelt ist. Aber ganz ehrlich, die Giselle im Anime sah viel geiler aus. Und ich wusste es, sie hat einen Dragosso, was wir hoffentlich sehr locker besiegen können. Mit unseren Pokémon in Form von Smetbo jetzt hier. Aber ich tausche es mal direkt aus, denn ein Pen, das reicht jetzt mal. Schmeiß mal Mankey hier rein. Und Karate schlagen ist zu Tode. Ja, genau. Ja, toll. Sie seid wieder aufgestanden. War ja nicht anders zu erwarten. Toll. Vielen Dank. Scheiß Spiel. Danke. Ich habe alles wieder zurückgenommen. So, Smackbereich Level 22 und unser Mankey noch nicht Level 23. Okay. Ja, es hat verloren. Ist klar. Ist normal. Hm, doch kein Team Rocket. Im Anime taucht auf jeden Fall Team Rocket auf, das weiß ich. Aber ich denke mal, das war's jetzt hier für diesen Part. Ich habe zu viel hier rumgemacht. Misty haben wir besiegt und Giselle auch. Und ja, im nächsten Part geht's weiter. Was wir genau machen werden, keine Ahnung. Ich muss selber noch gucken. Und ich würde mal sagen, bis zum nächsten Part. Haut rein und auf Wiedersehen.